alle zurückgekehrt, um dich zu holen. So, hier haben wir zwei Queste zu erledigen. Aigidk oder so ähnlich, wie auch immer die heißen mag. Das Dorf ist ruhig. Gibt es hier keine Arbeit mehr? Wir haben schon seit vor dem letzten Vollmond keine Boote mehr ausgeschickt. Zu viele Ertrunkene an der Küste. Wir gehen an die Stockfischvorräte. Aber die sind eigentlich für den Winter gedacht. Ich sehe, dass ihr den einen oder anderen Kampf mitgemacht habt. Wenn ihr die Ertrunkenen ausdünnen könnt, haben wir Geld dafür zu bieten. Aber sicher können wir das. Oh, 100 Stück. Na dann. Nicht solange ich in der Stadt bin. Das kann ja nicht so lang dauern. Da oben sind auch schon die ersten auf der Karte zu sehen. Oh. Da hätten wir doch schon 15, 18, 20. Das hier oben sieht doch nach einer relativ großen Meute aus. Oh, können wir die alle mitnehmen? Hey Jungs! Wo ist er hin? Hier war doch gerade eben so ein Schatzgoblin. Okay, das sind auf jeden Fall keine Ertrunkenen. Aber ihr seid welche. Hier stehen noch recht viele. Haben wir schon gleich 50 Stück zusammen. Weiter. Guten Tag, Leute. So. 81. So, zwei noch. Und da ist der letzte. Sehr gut. So, dann hätten wir gerne ein bisschen Gold. Die Ertrunkenen sind nämlich erledigt. Danke. Ich werde den Jungs sagen, dass sie wieder an die Arbeit gehen können. Wir haben schon viel zu lange die Füße an Land stillhalten müssen.
Sehr gut, okay. So. Hier haben wir noch ein Nassschicksal. Der Wal war tagelang hinter uns her. Ein Schatten, so lang wie Kerrigar. Als er zu aufmüpfig wurde, brachte uns Bannon an seine Seite und preschte vor, um ihn mit dem Speer anzugreifen. Hab zu spät bemerkt, dass ich nur meine Flasche in Händen hielt. Ihr hättet Bannons Gesicht sehen sollen. Bannon konnte sich dennoch stets auf mich verlassen. Wahl oder nicht? Ja, was ist denn mit Ben passiert? Er war mein bester Freund. Vor 2 Wochen stach er in See und kehrte nicht zurück. Ich habe gehört, sein Schiff wäre auf den Felsen hinter der Sturmbrecherbucht auf Grund gegangen, wurde in Stücke gerissen. Ich würde ja selbst die Küste absuchen, aber ich kann ihn nicht so sehen. Mit Wasser vollgesogen, kurz vorm Platzen. Er ist wie mein Bruder. Ich kann das nicht. Könntet ihr nachsehen, ob er dort ist? Er hat eine Tätowierung am Hals, einen Seemannsspeer. Nicht zu übersehen. Das machen wir doch. Das soll doch kein Problem darstellen. Sind hier alle Fischer? Nein, das läge mir gar nicht. Ich ertrage den Geruch von Fisch nicht. Man wird ihn tagelang nicht los. Okay. Wie sind denn die Einheimischen hier so? Zähe, ehrliche Leute. Aber die Fischer spinnen manchmal ihr Garn über Seemonster. Okay. Und ja, geht irgendetwas Aufregendes in der Stadt vor sich? Wohl kaum. Selbst wenn die Welt unterginge, wäre hier noch alles wie gehabt. Okay, so, was will der hier noch? Ich habe meine letzte Münze für sie eingetauscht. Diese Henne legt jedes Jahr ein goldenes Ei. Wie dämlich, das sind stinknormale Eier. Oh, also Dämonen gibt es, aber der Gedanke von magischen Hennen ist zu lächerlich. So, wo müssen wir hin? Schon wieder so weiter hoch. Haben wir da irgendwie einen kürzeren Weg hin? Vielleicht von hier? Aber das ist eigentlich schon fast der direkte Weg, oder? Wobei hier lang, es könnte kürzer sein. Wenn wir hier lang reiten und dann hier hoch, dann gehen wir... Okay, markiere ich das so. Und wir gehen hier rüber. So, aufs Pferd. Nicht so lange ich in der Stadt bin. Halt, nicht den falschen Weg jetzt nehmen. Okay, einmal absteigen. Dann nehmen wir ein paar Gegner mit. Und Zeit für die Vorbereitung. Schon wieder ausgebremst wurden von so einer Barrikade. So. Wir sollen noch Bären suchen.
Erstmal kümmern wir uns hier ein bisschen um die Gegner. Nach Bären. Nach Bären müssen wir hier suchen, natürlich. Ich weiß auch nicht, wie ich gerade auf Bären komme. Ah, oh nein. Womöglich ist er das hier. Das wird er wohl sein. Wo ist er hin? War es doch nicht? Hier oben ist auch noch eine Ecke. Hier lag er doch gerade. Hier lag... Keine Sorge, oh. Gil. Du musst die Flut abwarten. Das Meer kann das verdammte Schiff behalten. Was ist geschehen? Unser Schiff hat sich mit dem blanken Hintern auf die Felsen der ewigen Wache gesetzt. Uns über die Felsen verstreut. Überall Blut und Holz. Ich habe es geschafft, Gil hier auf den Strand zu schleifen. Unmöglich zu sagen, was mit dem Rest passiert ist. Kennt ihr denn einen Matrosen namens Benen? Benen? Ja. An Oder den Benen. Namen erinnere ich mich. Stoischer Kerl. Blieb für sich. Wenn er da oben ist, wird er schwer zu finden sein. Hat nie groß gejammert. So, dann gucken wir mal. Gegnermassen haben wir hier. Das gefällt mir sehr gut. Wahrscheinlich sind wir ganz am Ende. Okay, ich glaube, es wird Zeit für eine Ulti. Überreste eines Matrosen. Das auch nicht. Das war er anscheinend nicht. Meine Taschen sind voll. Oh nein, ich muss verkaufen gehen. Hier runter. Hier liegt noch einer. Das auch nicht. Bergarbeiterin. Behältnisse. Hier liegt noch einer. Das auch nicht. Okay, wir finden wieder erst ganz zum Schluss den wir suchen. Oh. Ich kann nicht mehr tragen. Schwierig. Oh, wir können hier noch was aufmachen.
Hier der Diamant. Hier vielleicht. Hier liegt noch einer. Ich muss weitersuchen. Wo sollen wir denn noch suchen? Haben wir hier noch jemanden übersehen? Da liegt noch einer. Das auch nicht. Oh, eingerollter Brief. Fergus, ich schicke euch diesen Brief von einer fernen Küste, die ihr niemals sehen werdet. Ein Umstand, der mich äußerst glücklich macht. Die Flasche hat euch schon längst verschlungen. Euch den wenigen Verstand genommen, der in eurem Kopf herumschwappte. Ich konnte es nicht mehr aushalten. Die Nörgelei, das sinnlose Herummachen. Ich verlasse Marowen, meine Heimat, um euch loszuwerden. Euer Unglück loszuwerden. Ihr könnt mir gestohlen bleiben. Okay. Dann gehen wir zurück und erzählen mal seine Geschichte. So, ich habe einen Brief von Fergus Bennen. Unglück? Ich? Missgünstiger alter Bastard. Ohne ihn bin ich besser dran. Ich finde den Weg alleine. Dem zeige ich's. Noch ein Glas, Fergus? Nein, ich hatte genug. Ich kann nicht mehr tragen. Das können wir kurz so machen. So. Die Quests, die hier sind, fertig, so wie es aussieht. Wir haben hier oben auch alles aufgedeckt. Ich würde sagen, wir müssen hier runterlaufen. Nach Tur Dulra. Okay, heißt der Ort. Dann decken wir das hier auf. Vielleicht haben wir auch noch irgendwelche Queste. Und dann haben wir zumindest den oberen Teil der Karte aufgedeckt. Aber ich gehe erstmal zurück nach Carriger. Und werde mal ein paar Sachen an Schmied verkaufen, ein paar Sachen weglagern. So, dann gehen wir mal hoch. Und dann machen wir hier. Einiges hat noch etwas wert. Oh, das war besser gewesen. Da war ich zu schnell beim Klicken. Aber eigentlich gelbe Sachen, das war auch besser. Plus 47. Eigentlich wollen wir alles eigentlich in Legendär haben. Was noch übrig ist, fragt ihr. Sieht ja auch cool aus. Okay, so, dann gehen wir noch schnell zu unserer Truhe hoch. Und lagern ein paar Sachen weg. Oh, nicht Kommode, Truhe. So, ein Amulett. Perfekt. So, und jetzt geht's weiter. Hier hoch wieder nach Marowen und dann laufen wir hier runter zu unserem Tur Dulra. Und naja, wenn wir hier nichts finden, dann müssen wir hier noch ein bisschen was aufdecken und hier noch was aufdecken. Und dann gehen wir hier hin nach Farobru. Okay, dann erstmal wieder hier hoch. Ich kann eigentlich schon mal hier unten was markieren, damit wir dann hier durchlaufen. Oder ich markiere es vielleicht direkt hier. Und so, nach Marowen erstmal zurück.